zahlreiche Sportbegeisterte lockt der 9. Kärntner Wasserlauf zum feierabendlichen Laufvergnügen. Wasserlauf ist cool! Das Erlebnisbad Trauberle in Spital bietet dafür die perfekte Kulisse. Wir haben die Laufstrecken um die Trau und es ist diesbezüglich ein ganz idealer Ort. Die Sportler befinden sich in einem geschützten Bereich, in einem geschützten Laufbereich. Vom Kinder- über Jugendlauf bis hin zu Nordic Walking und gesunder Gemeindelauf ist für jeden das Richtige dabei. In einem anderen Bezirk in Kärnten findet dieser Wasserlauf statt. Und deshalb versuchen wir alle Kärntnerinnen aus allen Regionen hier zu motivieren und auch darauf aufmerksam zu machen, welche tolle Wasserqualität wir in Kärnten bieten können und dass man das auch genießen soll. Heute kann es auch sein, dass ein bisschen regnen wird, aber auf alle Fälle wird es viel Spaß machen und es gibt auch tolle Preise zu gewinnen. Ja, beim Wasserlauf gibt es auf jeden Fall einmal ein schönes Mountainbike zu gewinnen von der Firma More, also von uns. Ich habe ja zwei tolle Leute in meiner Staffel, zwei Sportler aus der Lebenshilfe, die mit Behinderungen starten und das ist für mich ein riesiger Ansporn, mein Bestes zu geben und mit ihnen gemeinsam einen Ziellauf zu schaffen. Da ist das Wetter völlig egal. Schlechtes Wetter gibt es keines, es gibt nur schlechte Bekleidungen und der richtige Sportler sportelt bei jedem Wetter. Die Idee zur Veranstaltung gibt es schon lange. Wir müssen irgendwie das Bewusstsein für die Ressource Wasser auch im wasserreichen Land Kärnten ein bisschen stärken und haben gesagt, womit kann man heute sozusagen Menschen noch für ein Thema begeistern und haben gesagt, okay, der Zeitgeist sagt, Laufen ist die beste Methode und dann war es nur logisch, die beiden Dinge, Laufen und Wasser, zusammenzubringen und so ist im Jahr 2001 der Wasserlauf entstanden. Ich finde das ganz besonders, weil die Streckenführung geht entlang der Trau. Und wenn man einen Wasserlauf macht, was ist besser, an der Trau entlang und in Auden zu laufen und das ist wunderbar. Letztendlich gibt es keine Verlierer. Alle Teilnehmer sind begeistert und freuen sich auf den nächsten Kärntner Wasserlauf.